Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Thema KNX ist viel zu teuer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, ich habe ein bisschen ironischen Titel jetzt gewählt und ich möchte einfach mal hier für diejenigen unter euch, die neu sind, die neu beim Hausbau sind, die gerade dabei sind, neu bauen zu wollen, das Thema ein bisschen beleuchten, weil diejenigen, das sind genau diejenigen, die das vielleicht immer noch mal hören. Es ist die letzten Jahre weniger geworden, aber man hört es immer wieder oder hört es immer noch mal von bestimmten Leuten. KNX ist zu teuer, es ist viel zu teuer, das ist jetzt der Aufpreis XY, den ich dann bezahlen muss. Okay, da muss man gleich mal von Anfang an sich die Frage stellen, was ist zu teuer? Also da muss ich ja irgendwie einen Vergleich herstellen. Wenn ich jetzt sage, es ist immer zu teuer im Vergleich zu irgendetwas. Genauso könnte ich jetzt sagen, die Küche ist zu teuer. Ich sehe jetzt jemanden von euch, der hat sich jetzt eine Küche, eine ganz spezielle Ausstattung gewünscht. Und dann sage ich dann vielleicht, naja, die Küche ist ja viel zu teuer. Merkt ihr schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft, ne? Das Gleiche könnte man auch beim Bad sagen. Also es gibt ja heute wirklich Bäder, die sind Wellness-Oasen. Da haben wir viel, viel drin. Da haben wir schon eine schöne Ausstattung drin. Natürlich ist sowas teuer. Aber würde man jetzt sagen, das Bad ist zu teuer? Ich glaube, das Thema KNX ist zu teuer, das ist ein Argument, was von den Leuten kommt, die Möglichkeiten nicht kennen, muss man schon so sagen. Und die natürlich auch entsprechend selbst auch nie so gewohnt und gelebt haben. Und natürlich auch ihren Stiefel, den sie jetzt so über die Jahrzehnte quasi eingefahren haben, den wollen die natürlich fortsetzen. Also ich könnte auch sagen, BMW oder Mercedes ist zu teuer. Oder eine Apple Watch oder ein Mac ist zu teuer. Also worum geht's uns hier? Es geht uns um die Bedürfnisse und Möglichkeiten, die wir heute haben beim Haus. Es geht um Zukunftsfähigkeit. So Leute, und jetzt ein Beispiel. KNX ist zu teuer. Jetzt mal, warum kann KNX gar nicht zu teuer sein? Wir haben in jedem Raum, wenn wir es gescheit konzipieren, planen heute, einen einzigen Taster. Und dieser Taster hat richtig viele Funktionen. Also ihr kennt ja die KNX-Taster, wir haben ja auch da diesen Beitrag dazu, den wir immer wieder fortführen, die Top-KNX-Taster. Das sind jetzt von ganz günstig bis ziemlich gehoben, muss man sagen. Und da würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, der oder der Taster ist zu teuer. Sondern das ist Bedürfnisse werden da erfüllt und ich gehe jetzt mal vom ganz normalen KNX-Taster aus. KNX ist viel zu teuer, ne? Der KNX-Taster, wenn er ein guter KNX-Taster ist, ich kann heute eine Raumtemperatur messen, mit einem einzigen, den ich im Raum habe. Raumtemperatur, ich kann die Luftfeuchte messen. Wir können Jalousien und Rollläden betätigen, wenn das 4 oder 6 Jalousien sind. Das kann ich alles mit diesem einzigen Taster machen. Ich kann mehrere Leuchtengruppen schalten. Und wenn ich dann jetzt verschiedene Leuchtengruppen schalten will, das mache ich wieder mit dem einzigen Taster. Das kann sein, dass ich Szenen aufrufe oder das kann auch sein, dass ich die Leuchten direkt über Tasten, über Wippen schalte. Und das haben wir immer mit diesem Taster. Oder Dimmen oder Farblicht, farbveränderliches Licht aufrufen. Dann haben wir verschiedene Designs. Wir haben Metall, wir haben Kunststoff, wir haben Glas, wir haben Plexiglas, was auch immer. So. Und das Ganze ist, wir reden immer noch von diesem einen einzigen Taster. Würde dann jemand noch sagen, das ist viel zu teuer? Also bei den Funktionen, die wir jetzt quasi damit abdecken, die Annehmlichkeiten, den Komfort und auch natürlich immer wieder das Thema, wenn ich Jalousien betätige, das Thema Sicherheit, Blicksicherheit, Wetterschutz, diese ganzen Sachen in Kombination. Das hat nichts mehr mit der Ausstattung eines Gebäudes, eines Hauses von 1990 oder 2000 zu tun. Das muss man einfach so sagen. Wir sind heute beim elektrischen Haus im Jahre 2020 und das ist Digitaltechnik. Was heißt Digitaltechnik? Wir steuern alles über Busleitungen. Das Gleiche haben wir beim Auto. Das Gleiche haben wir in anderen Bereichen der Wirtschaft, in Unternehmen, genauso in Gebäuden, in Gewerbegebäuden. Dort haben wir alles über Kabel verbunden in der Regel, und ganz wenig Funk. Die Bereiche sind vernetzt und damit lässt sich Intelligenz da reinbringen. So, und ich komme jetzt nochmal zu dem Thema zurück. KNX ist viel zu teuer.
Einige von euch werden jetzt schon schmunzeln, ne? Aber das ist so das Argument, was ja auch einige bei uns in den Foren schreiben, gerade so bei YouTube. Ich komme mal zu Roman. Roman schreibt: Ich stand kürzlich vor der Wahl, KNX ja, nein. Der Preisvoranschlag war dann eindeutig nein. Viel zu teuer. Ne? Hier haben wir es wieder. Nur habe ich mich jetzt entschieden, die Elektrik selber zu machen. Und beim Selbermachen habe ich festgestellt, dass KNX zumindest für mich deutlich einfacher gewesen wäre und bis auf die Hardware nicht wesentlich teurer. Hätte ich mich früher für Selbermachen entschieden, dann hätte ich wohl doch KNX gemacht. Naja, ganz zu spät ist es nicht. Ich habe mir immerhin die Leerrohre so gelegt, dass ich easy ein Buskabel komplett durchziehen kann, wenn ich will und überwiegend 25er Leerrohre verlegen kann. Das ist auch unsere Empfehlung immer. So kann ich zumindest dezentral noch KNX verlegen, wenn ich wollte. Den Beitrag findet ihr bei uns im Forum. So, und was fällt uns hier auch wieder auf? Da hat irgendjemand dem Roman gesagt, KNX ist viel zu teuer. Ne? Ich hätte an dieser Stelle gefragt, wie kommen Sie darauf, dass KNX, oder wie kommst du darauf, dass KNX viel zu teuer ist? Sind das welche Erfahrungen hast du damit? Wie lebst du überhaupt? In welchem Haus lebst du? So, und wenn derjenige mir dann sagen würde, er lebt in einem alten Bestand mit Schalterbatterien, dann würde ich sagen, okay, dann kann ich jetzt deine Aussage nicht als repräsentativ für mich jetzt gelten lassen. Und prinzipiell gibt es ja die zwei Welten, ne, bei euch. Entweder ich lasse das machen, ne, dann kriege ich es perfekt, dann zahle ich ein bisschen mehr, oder ich mache es selbst, da haben wir ein paar Tools für euch und auch immer mehr Tools für euch. Dann spare ich Geld, da muss ich ein bisschen Zeit investieren. Ne? Ein bisschen verstehen muss ich das Ganze. Also das digitale elektrische Haus mit seinem Bussystem, das muss ich verstehen. Ne? Das kann man in Kursen lernen, das kann man in Videobeiträgen lernen. So. Und diese zwei Wege gibt es. Aber es gibt meiner Meinung nach diesen dritten Weg, das nicht zu gehen und zu sagen, ich bin in der analogen Welt. Ich mache keine zukunftsgerichtete Gebäudeinstallation. Das ist meiner Meinung nach der dümmste und auch teuerste Weg, ne? Weil ihr müsst nachrüsten. Ja, und dann zum Schluss nochmal, KNX ist zu teuer zu dem Ganzen. Unterm Strich würde ich sagen, es ist das Günstigste, was man tun kann, wenn man die Möglichkeiten nutzt und die Möglichkeiten kennt, ne? Kennenlernen. Das ist ja so ein bisschen auch auf unserem YouTube-Channel, wo wir euch verschiedenste Gebäude zeigen, welche Möglichkeiten man hat. So, und jetzt würde ich die Frage stellen, kann es sich jeder leisten? Da würde ich sagen, es ist nicht für jeden möglich, von Beginn an gleich alles auszustatten. Man kann ja jetzt auch nicht jetzt nach dem Studium oder in der Regel, wenn ich am Beginn meines Berufslebens bin, kann ich gleich einen Sportwagen fahren. Einige von euch können das, die meisten können es nicht. So, und für die Leute, die sowieso in den anderen Bereichen des Lebens auch mehr wollen und auch mehr leisten, meine Erfahrung mit euch, die Leute verstehen das und die Leute sind auch in der Lage zu sagen, wenn ich mir jetzt ein Gebäude hinsetze, dann will ich auch Zukunft haben, ne? Und dann will ich auch die Möglichkeiten nutzen, die ich ja im Jahre 2020 habe. So, ich bin gespannt, wie ihr das seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt beim Thema KNX ist viel zu teuer. Ich freue mich auf den Daumen, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal so einen Preisvergleich wollt. Also ich habe mich immer dagegen gesträubt, muss ich sagen, weil die konventionelle Welt, die haben wir nie mehr betreten, und ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, welche Kosten in der konventionellen Welt sind. Das möchte ich gar nicht vergleichen. Es gibt andere Systeme. Ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen was gemacht. Viel in dem Bereich KNX. Muss ich sagen. So, mich würde interessieren, wollt ihr da mal so eine preisliche Aufstellung? Interessiert euch das Ganze? Weil dann beschäftigen wir uns mal und dann machen wir mal einen Vergleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!